Ich habe tatsächlich noch etwas gefunden bei mir im Schrank, was ich mit euch öffnen möchte. Ein Mystery Booster. Ich liebe diese Serie. Aber ich finde kaum noch Booster. Super traurig. Deshalb öffnen wir jetzt dieses Booster zusammen. Auch wenn man das eigentlich draften muss. Das muss man eigentlich draften. Silver Chase Fox, 2-Mana-2-2. Für 2 Mana könnt ihr den opfern und ein Enchantment zerstören. Mortal Aroder. Ein Mana Instant, eine Kreatur kriegt +1/+1 und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Frostlings, 3-Mana-2-2. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Kreatur tappen, die euer Gegner kontrolliert. Und sie enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments. Fogwalker. Ich wollte gerade sagen, der ist doch bestimmt aus Innistrad. Ja, ist er. 2-Mana-1-3 mit Skulk. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, enttappt eine Kreatur von eurem Gegner nicht während des nächsten Enttappsegments. Wow. Skeletal Scrying. Für ein schwarzes und X, als würdet ihr kosten können, müsst ihr X-Karten aus eurem Friedhof exilen. Und ihr zieht X-Karten und verliert X-Leben. Duress. Oha, cool, die gibt es auch aus der Edition. Ein Gegner eurer Wahl zeigt seine Hand vor. Ihr wirft eine Nicht-Land-, Nicht-Kreaturenkarte davon ab. Ja, Hammer. Hammer. Wusste ich gar nicht, dass es die auch aus dem Set gibt. Graffitish Punch. 4 Mana Sorcery, eine Kreatur fügt Schaden in höherer Stärke einem Spieler zu mit Jumpstart. Also man kann die Karte aus dem Friedhof wieder casten. Einmal noch. Hardened Berserker. 3 Mana 3-2. Immer wenn er angreift, kosten Spells, die ihr castet, nächste Runde 1 Mana weniger. Aha. Das ist ein Temur aus Dragons of Tarkir, glaube ich. Terrain Elemental. 2-Mana-3-2. Strong. Lifespring Druid. 3-Mana-2-1. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Oh mein Gott. Skyward Eye Prophets. 6-Mana-3-3 Wachsamkeit. Tappen. Ihr zeigt die oberste Karte eures Decks vor. Wenn es ein Land ist, kommt es ins Spiel. Ansonsten zieht ihr die Karte. Wow. Habe ich damals tatsächlich mal eine Zeit lang gespielt. Ein Solring. Ich will den in meinem Commander haben. Ein Mana-Solring. Tappen für 2 Mana. Hammerteil. Ana Sanctuary. 3 Mana Enchantment zu Beginn des Versorgungssegments. Wenn ihr eine blaue oder schwarze Permanente kontrolliert, kriegt eine Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Wenn ihr beides habt, +5/+5. Kulaghan's Command. Oh mein Gott. Kulaghan's Command ist eine meiner Hasskarten, eine meiner Lieblingskarten zugleich. 3 Mana, ihr sucht euch zwei Sachen aus. Ihr bringt eine Kreatur mit. Ihr bringt eine Kreatur aus dem Friedhof wieder auf die Hand. Ein Spieler wirft eine Karte ab. Ihr zerstört einen Artefakt oder fügt zwei Schaden zu. Als Instant Hammer. Hammer, Hammer Karte. Ich mag die Karte. Und Greater Mostog. Auch den habe ich im Legacy schon gespielt. 4 Mana 3-3 mit Dredge 3. Man's Best Fungus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.